Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr Videos aufnehmen könnt, und zwar umsonst. Ja, sowas gibt's auch. Viele kennen eigentlich nur Fraps oder DxStory, das verbreitet sich langsam. Und ja, was ihr wollt, ist natürlich in der Regel etwas gratis haben. Und das könnt ihr auch mit MSI Afterburner haben. Nämlich was gratis. Yay. Also mit diesem Programm könnt ihr in-game ganz normal recorden, wie Fraps. Und ja, warum ich noch mit zum Beispiel Fraps aufnehme, ist erstens, ich meine, wenn man dafür zahlt, soll man es auch benutzen. So, ja. Und ich kann Desktop nicht mit MSI Afterburner aufnehmen, zumindest noch nicht. Und ja, ich zeige euch mal, wie ihr euch das Ding hier einrichten könnt. Das wird nämlich euer einziges Problem sein. So, wenn ihr es runtergeladen habt und installiert habt, ich hoffe, ihr könnt Google benutzen, sonst tut ihr mir irgendwie leid und ich frage mich dann, wie ihr zu diesem Video gekommen seid. Und ja, ihr drückt einfach nur auf Settings. Und bei dem ersten hier könnt ihr eigentlich alles komplett ignorieren, das ist unwichtig für euch. Beim Monitoring ist hier Show-in-on-Screen-Display sehr wichtig für euch, weil normalerweise bei Default ist dann Haken drin. Das wollt ihr raushauen. Weil dann habt ihr nämlich, wenn ihr das nämlich nicht raushaut, dann habt ihr beim Recorden so einen komischen Kreis oben in der Ecke, der dann mitrecordet wird, und das ist nicht so toll. So, wo ihr dann hingehen wollt, ist zu Video Capture. Und hier wollt ihr natürlich eine Taste festlegen, mit welcher ihr halt aufnehmt oder abbricht. Wie auch immer. Kennt ihr. Das Videoformat müsste bei euch standardmäßig auf MJPG sein. Ich empfehle euch auf jeden Fall Uncompressed, weil das heißt, ihr habt volle 100% Qualität von einem Video. Und das könnt ihr später mit Megai, Vegas, Windows Movie Maker, was auch immer, wieder dann später, ja, komprimieren. Empfehle ich euch deswegen Uncompressed nehmen. Ich weiß, die Videodateien werden groß sein, aber sobald ihr fertig seid, könnt ihr dann die Rohdateien dann löschen. So, ansonsten bei Frame Size wollt ihr natürlich Full Frame, weil sonst wird alles pixelig und scheiße. Bei Frame Rate könnt ihr eigentlich 30 FPS angeben. Mein YouTube wird es eh runterkonvertieren, wenn ihr mehr habt. Und Frame Limit wollt ihr disabled haben. Zu guter Letzt wollt ihr dann auch noch den Videoordner festlegen. Bei mir ist es DMSIAB. Und dort werden halt eure Videos gespeichert. Das heißt, bitte gebt da was an, was ihr wiederfindet, sonst habt ihr ein Problem. Gut, ja, der Rest ist eigentlich sonst okay. Und wenn ihr noch auf OK gedrückt habt, dann seid ihr eigentlich schon bereit, um eure Videos kostenlos aufzunehmen. Ohne irgendwelche nervigen Werbung, Dinger etc. pp. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!